Mahlzeit Leute, in dem heutigen Video geht es komplett um das Thema externe Komponenten, welche Stats überhaupt möglich sind auf jedem einzelnen Teil und wo du diese erfahren kannst. Doch bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal auf unserem The First Ascendant Community Discord aufmerksam machen, sowie unsere regelmäßigen Livestreams auf Twitch. Falls du mal Fragen haben solltest oder allgemein Bock auf eine geile Community hast, schau doch gerne mal vorbei. Links dazu im angepinnten Kommentar oder in der Videobeschreibung. Und falls du meinen Content in irgendeiner Art und Weise hilfreich finden solltest, kannst du mich mit dem hier eingeblendeten Creator Code unterstützen. Und nun genug gelabert, legen wir direkt los. Also, starten wir damit, was überhaupt sind externe Komponenten? Externe Komponenten sind Ausrüstungsteile, mit denen du deine Descendants ausrüsten kannst, um die Lebenspunkte, Verteidigung oder auch zum Beispiel das Schild zu erhöhen. Außerdem können diese Komponenten mit unterschiedlichen Stats daherkommen, wodurch du zum Beispiel deine Loot-Drop-Chancen erhöhen kannst und oder auch die Widerstände gegen bestimmte Elemente erhöhen kannst, wodurch du dir damit das Farm vereinfachst. Jede Komponente hat einen unterschiedlichen Namen sowie Effekt. In diesem Fall sprechen wir hier von dem Hilfsaggregat, dem Sensor, dem Speicher und sowie dem Prozessor. Jede von den hier erwähnten kommt mit einem Basisstat wie zum Beispiel Verteidigung, Lebenspunkte oder Schild daher, welche man immer hier oben sieht. Und ist die Rarität der Komponente lila oder höher, so kommen sie auch mit zwei zusätzlichen Stats hier unten gedroppt. Auch hier bei den unteren Attributen gibt es unterschiedliche Raritäten, angefangen von blau zu lila bis hin zu gold, wobei blau das schlechteste und gold das beste ist. Also möchtest du im besten Fall immer doppelt Gold in den unteren Stats haben. Außerdem hast du die Möglichkeit, unterschiedliche Sets mit extra Effekten zu erfahren, bei zum Beispiel Dungeon-Bossen oder Kolossen. Durch diese extra Effekte kannst du deine Builds noch um einiges weiter verbessern. Diese Effekte sind zum Beispiel durch 2er- oder 4er-Set-Boni möglich. Welche Sets es genau gibt und was diese können, kannst du dir genau anzeigen lassen. Gehe dafür auf deine Karte, oben auf den Reiter Informationen und dort dann auf die externen Komponenten. Hover hier einfach über die dementsprechenden Komponenten und diese zeigen dir dann ganz unten auf, mit welchem Set-Boni das jeweilige Set daherkommt. Zusätzlich hast du oben noch die Möglichkeit, alles genau zu filtern, falls du nach einer bestimmten Komponente suchen solltest. Und wenn du dann das passende Set für dich gefunden hast und wissen möchtest, wo du sie genau herbekommst, drückst du die Taste, die hier unten angezeigt wird. Auf dem PC ist es die Taste F und dann zeigt dir das Spiel genau an, was du machen musst und wo du dieses Set gedroppt bekommen kannst. Okay, jetzt wo wir die Basics besprochen haben, können wir nochmal einen Schritt weitergehen und jede einzelne Komponente für sich besprechen und welche Stats man im besten Fall drauf haben möchte. Zusätzlich blende ich dir hier nochmal eine Grafik ein, wo du alle möglichen Attributstats der jeweiligen Komponenten siehst. Fühl dich gerne frei, diese zu screenshotten, damit du sie in Zukunft einfach nebenbei beim Farm aufmachen kannst und damit alles im Überblick hast. So, starten wir nun aber mit dem Hilfsaggregat. Die einzigartigen Rolls hier drauf sind maximale Lebenspunkte, Feuerwiderstand, Moduldroprate, Kuiperdroprate, MP-Regeneration außerhalb des Kampfes und die DBNO-Dauer, welches übrigens für Down But Not Out steht, so viel wie genockt aber nicht tot. Die Mainstats ganz oben solltest du natürlich immer davon abhängig machen, worauf dein Charakter am besten skaliert. In meinem Fall für Eugene wäre es dann Lebenspunkte und für die unteren beiden Substats würde ich wieder mit Lebenspunkte und MP-Regeneration außerhalb des Kampfes gehen. Einfach nur deswegen, dadurch, dass ich mit Eugene dauerhaft als Support MP verbrauche, spielen mir beide dieser Stats sehr gut in die Karten und helfen mir bei meinem Build. Spielt ihr zum Beispiel gegen den Pyroman, würde ich dir empfehlen, einen der vorher genannten Stats gegen den Feuerwiderstand auszutauschen, da du die Fire Resistance nur auf dem Hilfeaggregat bekommen kannst. Solltest du dann zum Beispiel in einen Farmspot gehen, würde ich dir empfehlen, ein Hilfsaggregat mit erhöhter Dropchance für Kuiper und für Module zu nehmen. Allgemein vielleicht noch eben zwischengeworfen, würde ich dir empfehlen, dir ein Boss bzw. ein Kolossbild zu bauen und noch besser auch für jedes Element einzeln und vor allem ein Farmbild. Diese Komponenten kannst du übrigens auch wie hier zu sehen abspeichern und immer wieder laden, damit du diese nicht immer wieder von vorne aufbauen musst. Weiter geht es mit dem Sensor, auch hier in meinem Fall mit Eugene würde ich wieder auf Lebenspunkte gehen, aber wie bereits gesagt, skaliert dein Descendant mit Verteidigung, versuchst du hier natürlich auf Verteidigung zu gehen. Die möglichen Attributstats hier sind maximale MP, Kältewiderstand, Schildregeneration außerhalb des Kampfes, Modifikator für erhöhte Verbrauchsgegenstände, erhöhte Character XP, MP-Regeneration im Kampf und Lebenspunkte Wiederherstellungsmodifikator. Falls du Charakter mit hohem MP-Verbrauch spielst, so wie in meinem Fall Eugene, würde ich dir empfehlen, als Mainset Lebenspunkte zu nehmen und für die beiden Substats maximale MP sowie MP-Wiederherstellung während des Kampfes. Solltest du gegen einen Frostkoloss spielen, tausche einen der Attribute gegen einen Kältewiderstand aus und solltest du Farm gehen, empfehle ich dir hier den Modifikator für erhöhte Verbrauchsgegenstände und Character XP gewinnen. Als drittes kommen wir zum Speicher. Hier würde ich auch wieder mit Lebenspunkte Mainstat gehen und zur Auswahl dieses Mal für die zwei weiteren Attribute haben wir Verteidigung, Elektrowiderstand, Schildregeneration im Kampf, Modifikator der MP-Wiederherstellung, erhöhte Golddroprate, Modifikator der Waffen- und Leistungsstufensteigerung und den Modifikator für den SF-Suchradius. In meinem Fall würde ich am besten hier als ersten Stat Lebenspunkte nehmen, doch halte gerne vor Augen, dass wenn du hier doppelt Verteidigung nimmst, die schon ein enormer Boost für deine Stats ist und bestimmt in der einen oder anderen Situation gut behilflich sein kann. Und vergiss nicht, den
Elektrowiderstand, falls du gegen einen Elektroboss kämpfen solltest. Doch wie vorher bereits erwähnt, ich gehe hier definitiv auch mit MP-Wiederherstellung. Alleine schon deswegen, dass wenn man mal in einem Kolosskampf ist und die kleinen Viecher keine MP-Drops fallen lassen, man dadurch nicht in Schwierigkeiten gerät. Und für dein Farmbild möchtest du unbedingt noch ein goldenes Attribut, welches die Goldabwurfrate erhöht. Als letztes kommen wir noch zum Prozessor. Auch hier würde ich in meinem Beispiel mit Lebenspunkten als Mainset gehen. Für die unteren zwei Attribute stehen uns maximales Schild, Giftwiderstand, Modifikator der Ausrüstungsabwurfrate, Modifikator der Schildwiederherstellung, Modifikator der Gegenstandserbeutungsreichweite und SF-Anzeigedauer zur Verfügung. Hier würde ich euch auf jeden Fall Giftwiderstand empfehlen, solltet ihr gegen einen Giftkoloss kämpfen und etwas wie maximales Schild oder Schildwiederherstellung solltet ihr zum Beispiel eine Bunny spielen. Und für euren Farmbild dann auf jeden Fall die Ausrüstungsabwurfrate und die Erbeutungsreichweite. Ganz zum Schluss noch einmal den Hinweis, schaut gerne mal in unseren Twitch-Livestreams vorbei, falls ihr allgemein mehr Fragen haben solltet oder auf unserem The First Descendant Community Discord. Und falls dir das Ganze in irgendeiner Art und Weise geholfen haben sollte, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben würdest, um die ganze Arbeit dahinter zu wertschätzen. Und falls du in Zukunft nichts mehr von The First Descendant verpassen möchtest, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. Demnächst werde ich übrigens noch mein Eugen Support DPS Bild hier hochladen und es sind bereits einige Guides auf dem Kanal. Vielleicht ist ja das ein oder andere hilfreiche Video für dich mit dabei und damit danke ich dir wirklich vielmals für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.